Moin Leute, euer Mama ist wieder am Bambus und heute mit den News aus GTA Online, denn Rockstar Games hat ein neues Fahrzeug hinzugefügt und nicht irgendein Fahrzeug, nein, ein richtig legendäres Auto aus der Realität. Aber vor mit dem Video anfangen, Leute, würde ich ja schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen und außerdem, Leute, für die, die ich noch nicht kennen, abonniert mich, verpasst ihr die besten News aus GTA Online. Aber ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Was hat denn Rockstar Games hinzugefügt? Und zwar hat Rockstar Games den Mercedes-Benz SLR Mac McLaren Sterling Moss hinzugefügt. Ein absolut legendäres Auto in der Realität, wovon es auch nur 75 Exemplare gibt, beziehungsweise 74, das eine ist ja abgebrannt. Ja, sad, ne? Aber egal, dieses Fahrzeug ist jetzt in GTA Online verfügbar und zwar auch von Legendary Motorsports. Und ja, Leute, ihr schaut richtig, der Preis beträgt 2.115.000 GTA-Dollar. Und wer jetzt sagt so, boah, krass teuer. Naja, Leute, ich bin auch immer, der sagt eigentlich, bei Rockstar Games, das sind schon echt hohe Preise. Aber diesen Preis, bei diesem Auto, sage ich tatsächlich, das ist realistisch. Denn dieses Fahrzeug, klar, hat natürlich keine 2 Millionen neu gekostet damals, aber heutzutage werden sie so hoch getradet. Und das bedeutet, der Preis ist sogar realistisch mal von Rockstar Games. Also what the fuck, ne? Aber egal, das ist mal ein anderes Thema. Wir kaufen uns das Fahrzeug einfach mal und schauen einfach mal, was für Tuning-Möglichkeiten dieses Fahrzeug so bietet. Gut, sind wir jetzt hier in Los Santos Customs angekommen, werden wir merken, dass natürlich die ganzen Standardteile natürlich auch verfügbar sind. Das bedeutet hier Panzerung, Bremsen, Motor etc. Was man hier optisch verändern kann, sind hier die Stoßstangen. Wobei ich hier bei den Stoßstangen sagen muss, dass ziemlich viel auf Carbon bzw. einfach schwarz und wenig auf lackierte Stoßstangen. Was ich persönlich ja schade finde, ein kleiner Minuspunkt. Aber genauso bei der hinteren und seitlichen Stoßstange. Was man hier auch noch ändern kann, klar, die Motorhaube. Die Motorhaube bietet ein paar Varianten, was ich sehr schön finde, aber die große Vielfalt ist es bei diesem Fahrzeug leider auch nicht. Was man hier mit diesem Fahrzeug ändern kann, ist, dass ich hier der Überrollkäfig bzw. hinter den Sitzen die zwei Bögen halt. Ne? Das ist der Überrollkäfig und den kann man hier tatsächlich auch ändern. Na klar, zu Carbon ist ja ein bisschen langweilig, aber generell ist das hier machbar, beziehungsweise das Auto relativ zum Carbon-Auto umzutunen. Was sie aber hier hinzugefügt haben, ist aber der Spoiler, beziehungsweise dass man unglaublich viele Möglichkeiten hat bei den Spoilern. Ich glaube, das sind so circa 22 Spoiler, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere. Und da hat man wirklich sehr viel Auswahl und kann sich ja bestimmt Schönes was raussuchen. Was ich hier sehr lobenswert finde, ich habe jetzt hier einen Spoiler getunt, der hinten auch so eine Rückleuchte im Spoiler hat. Und diese Rückleuchte funktioniert auch, wenn man damit bremst. Also finde ich total super, dass Rockstar Games daran gedacht hat. Und woran Rockstar Games auch gedacht hat, was ich ein bisschen schmunzeln musste, was auch irgendwie logisch ist, das Fahrzeug hat keine Scheiben. Null, niente, keine Scheiben. Und natürlich hat man hier auch keine Tuning-Möglichkeit, irgendwie die Scheibe zu verdunkeln oder sonst irgendwas, denn das Fahrzeug hat keine Scheiben. Da hat Rockstar Games tatsächlich mal mitgedacht. Sehr gut, Rockstar Games. Aber gut, was lässt sich sonst zu diesem Fahrzeug denn sagen? Tja, was ich sehr schade finde, dass hier eine Tuning-Möglichkeit nicht in Betracht gezogen wurde. Und zwar, dass man hier, ich sag's mal, so eine Art Dach tunen kann. Ich weiß nicht, aus dem Cabriolet ein normales Fahrzeug machen, denn das Fahrzeug gibt es ja nicht mit Dach. Aber was es in der Realität gibt, dass der Beifahrersitz, ich sag's mal, abgedeckt ist. Ne? Und ich finde, bei so einem legendären Auto hätte man es hier ruhig hinzufügen können, hätte auf jeden Fall nicht geschadet. Mal abgesehen, was halt wirklich, wirklich schade ist, sind die Türen. Warum die Türen? Naja, der originale SLR Sterling Moss hat ja, ich sag's mal, so eine Art Flügeltüren und dieses Fahrzeug hat keine, beziehungsweise auch keine Option, das zu Flügeltüren umzutunen. Das finde ich persönlich sehr schade, aber davon mal abgesehen von allen guten und schlechten. Ich finde das Auto optisch total super, macht Spaß damit rumzufahren, für Rennen absolut ungeeignet und wirklich absolut, denn das Fahrzeug hat einen Heckantrieb und bricht super schnell aus in den Kurven, was sehr unpraktisch ist für Rennen. Also, wie sieht es mit der Kaufempfehlung aus? Also, wenn ihr mit diesem Fahrzeug irgendwie Rennen fahren wollt oder generell nicht so gut bei Kasse seid in GTA Online, dann würde ich euch tatsächlich raten, dieses Fahrzeug nicht zu kaufen. Da dieses Fahrzeug sich technisch einfach nicht lohnt. Wer aber Formel 1 Fan ist oder generell von diesen Fahrzeugen Fan ist, natürlich ein absolutes Muss. Und ich habe das Fahrzeug natürlich auch schon gemoddet. Und für die alle, die sich dieses Fahrzeug nicht leisten können, dann abonniert mich auf meinen Kanal, denn bald werde ich ein Giftcast zu Friendstune starten. Und da könnt ihr zum Beispiel dieses Fahrzeug hier kostenlos von mir bekommen. Aber gut, das waren alle Informationen zu diesem Fahrzeug. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, dann lasst einen Daumen nach oben da. Aber ich bin raus, euer Bombard. Ciao.